handwerkliches Geschick und feinmechanische Fingerfertigkeiten. Das muss man mitbringen, um Klavierbauer zu werden. Ein Hauptteil von unserem Beruf ist das Stimmen. Über 4 Lehrjahre lernt man nur mit dem menschlichen Gehör, ein Klavier so zu stimmen, dass es ein harmonisches Ganzes ergibt. Da es in der Schweiz keine Neubaufabriken mehr gibt, ist der Beruf auf die Reparatur ausgelegt. Wie man hier sieht, ist der Flügel komplett zerlegt worden, damit man die Risse im Resonanzboden ausspähen kann. Aber auch bei uns läuft nicht immer alles Ganze so nach Plan. Ich finde es mega faszinierend, dass man alte, wertvolle Instrumente zu neuem Glanz verhelfen kann.